ich bin Dustin von Nanobike und ich stelle euch die Produktneuheiten von Cube für 2016 vor, aus der Crossrad-Serie, diesmal eins, und zwar genau das Cross. Es gibt zudem noch ein Cross Pro, die nächsthöhere Variante. Dieses Rad jetzt hier, welches vor euch steht, kostet 849 Euro und die Pro-Variante 999. Grobe Unterschiede sind eigentlich nur, die Bremsanlage ist dann bei dem Pro eine Magura, also eine schon bessere, auf jeden Fall auch gut, sehr, sehr gut funktionierende Bremsanlage für die Crossrad-Serien. Und in den Laufrädern, die Narben sind nochmal unterschiedlich, sind schon noch ein bisschen besser auf jeden Fall. Und so ein bisschen im Antrieb auch, aber XT-Schaltwerk ist bei beiden immer gleich, mit 10 Gängen, in dem Fall 3x10, also 30 Gänge insgesamt. Und wenn wir uns jetzt hier wieder für das Cross nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie gesagt, 30 Gänge mit einer Deore Holotech-Kurbel. Das heißt, Holotech ist ein Anbaustandard von Shimano, der eben ermöglicht, eine sehr steife, aber sehr leichte Kurbel in einem Rahmen zu haben. Und das ist eben hier schon verbaut in diesem Rad und das ist wirklich schon ein großer Mehrwert, eben auch gerade bezogen aufs Gewicht. Denn das Gesamtgewicht dieses Rades, des Crosses, mit Aluminiumrahmen wiegt 12,95 Kilo, das ganze Rad. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben dann eine Suntour-Gabel, die NCX, mit Lockout-Funktion vom Lenker. Wer schon alle Videos von mir gesehen hat, der weiß, es ist wirklich das Wichtigste, was man fast haben kann an dem Rad. Eine Lockout-Funktion am Lenker ist wirklich hat einen sehr großen Mehrwert. Da aber später vielleicht mal eine Einführung dazu, wozu man den eigentlich braucht. Dann haben wir eine hydraulische Bremsanlage, natürlich von Shimano, auch passend dazu. Und 28 Zoll große Räder sowieso, Standard beim Crossradbereich, also da gibt es auch nichts Kleineres. Dann aber eben hier mit den Schwalbe Smart Sam Reifen vorne, hinten, völlig ausreichend, voll okay, super Rad. Gibt es auch als Trapez-Variante, sprich für die Damen. Auch in dieser Farbe dann oder aber auch in der Zweitfarbe, die ein bisschen dezenter ist. Größen sind hier 46 bis 62 für die Herren. Das ist jetzt hier bei mir eine 50. Die ist so ungefähr für Männer um die 1,70 bis, je nach Beinlänge, 1,80 vielleicht. Und sehr, sehr gutes Crossrad. Wie gesagt, für 849 Euro kriegt man viel geboten und ich kann es wirklich nur empfehlen.